Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Türchenvideo und ein Haul-Video, denn ich habe ein paar Sachen geshoppt und die möchte ich euch zeigen. Und ja, ich würde mal sagen, let's go! Als allererstes, weil die beiden mir einen Zaun einfach abgereißt haben, hat sich so ein Griff hier einfach komplett so mit dieser, hier drin ist so eine Springfeder. Sagt man das so? I don't know. Auf jeden Fall sowas, was wieder reingeht, ne? Was soll ich machen? Nee, das geht nicht. Okay. Und die ist jetzt ganz lang geworden und ich habe einfach nicht die Kraft, sie wieder reinzudrücken. Also habe ich mir ein paar neue gekauft. Die alten waren hier so in diesem lila Ton und das hier ist jetzt einfach schwarz. Und davon habe ich ein paar gekauft, weil wir jetzt auch an der Box arbeiten und da Johnny dann nach der Kastrierung 5-6 Tage alleine in der Box bleiben muss, muss ich die Box komplett schließen und dafür brauche ich einfach diese Haken. Und ja, dann ist es auch soweit und Johnny wird ein Wallach. Dann habe ich mir einen Strahlsahn gekauft. Also intensive Pflege für Sohle und Strahl bei Strahlfäule. Und so sieht es aus. Das ist sehr nützlich. Ich rate jeden Pferdebesitzer, der sein Pferd irgendwo hält, wo es ein bisschen matschig ist und so, das hier zu besorgen, weil es mega gut ist. Ich habe es auch schon öfters mal bei Amira benutzt und man bekommt extra dafür so eine kleine Bürste, die voll gematscht ist bei mir, aber egal, ich habe sie ja ein bisschen benutzt. Und das ist sehr, sehr bequem, wenn man dieses Ding einfach aufträgt. Ich kann heute echt nicht reden. Dann habe ich mir einen neuen Bodenarbeitsseil gekauft. Es ist so in schwarz, ganz normal, mit so einem Haken. Und am Ende hat es so diese kleine Peitsche. Und ja, es ist ein 3 Meter Seil, weil länger wird dann für mich ein bisschen unbequem. Ich mag nicht so lange Seile. Und ja, ich werde es auch benutzen, wenn ich mal mit Johnny und Amira ausreiten gehe, wo Johnny einfach als Handesel kommt. Ich wollte dann natürlich zur Weihnachtszeit ein kleines Weihnachts-Shooting machen und deswegen habe ich mir diese 2 Halfter hier gekauft. Gegönnt. Es sind 2 gleiche Halfter, nur dass das hier für Johnny ein bisschen zu groß ist. Also muss ich da irgendwas finden, womit ich es ein bisschen kleiner machen kann, sodass er es auch ab und zu anziehen kann. Also ab und zu kann er es ruhig anziehen, aber es passt halt nicht, um ihn wirklich rumzuführen, weil er kann es sich einfach sehr leicht abmachen. Also nicht wirklich das Geilste. Und das hier ist von Amira und das ist so, da hat sich ein Faden lose gemacht, aber egal. Und ja, ich finde, dass die Fotos, die wir gemacht haben, die findet ihr übrigens auf meinem Insta-Account, das findet ihr in der Infobox verlinkt. Schaut gerne vorbei. Die Fotos, die wir mit diesen Halftern hier gemacht haben, sind so knuffig geworden. Ich liebe diese Fotos. Und ja, ich freue mich. Ich hätte mich gefreut, wenn es auch ein bisschen mehr Schnee gegeben hätte. Aber so ist halt das Leben nun mal. Und bei uns hat es nur 3 Tage lang Schnee gegeben. Und dann war es auch schon komplett weg. Für die Bodenarbeit habe ich mir auch eine Tuschiergerte gegönnt. Ich werde sie auf jeden Fall auch benutzen, um zu reiten. Und sie ist hier im so Roségold. Super schön.
Und ja, ich finde sie mega nützlich, weil die ist halt länger als meine andere Dressurgerte. Also meine andere Gerte, eher gesagt. Und ja, deswegen werde ich die hier vielleicht auch beide zur Bodenarbeit benutzen. Vielleicht können wir jetzt ein paar Sachen, ein paar Tricks beibringen. Also lernen, weil ich kann sie auch selber nicht. Also lernen. Und ja, ich finde, so Tuschiergärten sind immer sehr, sehr nützlich. Und da es Weihnachten war, habe ich mir auch selber ein kleines Geschenk gemacht. Ein kleines Geschenk. Und zwar diese rote Schabracke. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich, als ich mein erstes Haul-Video gemacht habe, gesagt hatte, dass ich als allererstes ein Bordeaux- oder rotes Pferdeoutfit machen möchte. Also auch mein Outfit soll rot sein, das Pferd soll auch in rot sein. Und ich habe bis jetzt noch nie eine rote Schabracke gekauft. Und deswegen ist sie hier mitgekommen. Und die war auch im Sale, also habe ich nicht mal so viel ausgegeben. Und zwar nur 44 Franken. Also schon ein Schnäppchen irgendwie. Auf jeden Fall ist sie mega schön und dazu auch noch weihnachtlich, weil hier dieser Rand hier erinnert mich an Zuckerstangen. Also das ist einfach nur so geil. Und hier dieses Logo hier mag ich auch mega gut. Mega. Mega. Mega, mega. Und hier haben wir auch Fell. Und hier oben ist es auch atmungsaktiv, also sehr cool. Ich freue mich schon, wenn ich damit reiten werde. I love it! Und es ist endlich Vielseitigkeit, also nicht eine Dressur-Schabracke wie die vom Adventskalender. Passend zur Schabracke habe ich mir... Wo ist es? Da ist es. Da ist schon ein bisschen Heu reingefallen, aber egal. Habe ich mir rote Gamaschen dazu geholt. Es ist nicht wirklich das gleiche Rotton, aber ich finde es trotzdem schön. Also es passt zusammen. Und ja, ich freue mich. Die waren auch im Sale und zwar nur für 19 anstatt von 39. Es ist halt Showmaster, also könnt ihr selber mal nachschauen, wie viel sie eigentlich kosten. Aber ich finde dieses Outfit so, so schön. Und meine Mama hat mir zu Weihnachten auch, wo ist es, einen roten Pulli gekauft. Also das ist so schön. Und es passt irgendwie alles in Rot. Ich habe auch Socken, aber die habe ich jetzt nicht an. Und mir fehlt nur noch die Fliegenhaube. Dann bin ich komplett in Rot und ich finde es so, so schön. Also ich freue mich so sehr. Und ja, weiter mit Ich hatte schon mal so einen Beutel hier, aber der ist leider nach ein paar Jahren kaputt gegangen und deswegen musste ein neues kommen und ich habe es einfach im Navy gekauft für 12 Franken. Ganz okay. Und ja, das kann man sich hier so am Gürtel festhängen und dann hier die Leckerslis reinmachen und dann hier einfach so.
für die Bodenarbeit oder auch fürs normale Reiten einfach hier anhängen, so, und dann Leckerli. Hat man sofort dran und man hat dann keine Krümel in den Taschen. Ich habe immer Krümel in den Taschen, wenn ich irgendwie Bodenarbeit mache und die Leckerlis in die Jackentasche packe, dann habe ich die ganze Tasche voller Leckerlis und ich hasse es. Aber ja, okay, ist halt das Leben mit Pferden. Als guter Letzt habe ich mir einen Futtertrog gekauft, weil wir haben jetzt eben die Box, die gerade aufgebaut wird, und ein Futtertrog ist immer bequem, weil man kann einfach da das Müsli reinschmeißen, und wenn ich es in der perfekten Höhe reinmache, kann ich auch das Futter von Amira hier lassen, ohne dass Johnny rankommt, so dass sie in Frieden essen kann, ohne dass er ihr die Hälfte wegfrisst. Weil ich muss hier am Abend immer abwarten, bis sie fertig ist, und dann kann ich erst dann gehen. Aber wenn ich diesen Futtertrog dann erstmal aufgehängt habe, ist es halt dann zu weit oben und er kommt nicht mehr dran und Amira kann essen und ich kann nach Hause gehen und nicht bis spät in der Nacht hier sitzen und warten, bis sie fertig ist mit Essen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und demnächst werde ich auch wieder ein Realistic Roleplay in Star Stable machen, also bleibt gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.